Kannst du jetzt nicht pissen, weil ich zugucke? Ja? Dreh dich doch mal um für deine lieben YouTube-Zuschauer. Ein goldener Strahl. Talk für Bravo One, bitte kommen. Talk hört. Bravo One hat Checkpoint Alpha erreicht. Wir bräuchten einen Platz zum Einschlagen, hängematten-tauglich. Bitte um Drohnenaufklärung. Aufklärung erfolgreich. Folgende Koordinaten: 51-21-26-00 Nord, 00-75-34-95-8 Ost. Bestätigen bitte. Bestätige. 51-21-26-00 Nord, 007-53-49-58 Ost. So, wir haben jetzt unser Lager aufgebaut. Wie ihr seht, meine Hängematte, die DD-Hammock Frontline. Und als Vergleich dagegen die DD-Hammock Frontline XL. Ein paar Sachen wurden verändert bei dem Modell. Wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Und zwar ist bei der Frontline oben dieses Stäbchen drin mit dem Gummiband, damit das Netz aufgespannt wird und oben bleibt. An der anderen Seite das gleiche. Bei der XL, dort, wie man sieht, ist ein Rahmengestell drin. Das sind so lange Stäbe, die rundherum gehen, an beiden Seiten, an Kopf und Fußteil. Und dadurch habt ihr quasi wie so ein Tube. Das Ganze wird aufgehalten. Heute kochen wir mal was Schönes mit dem selbstgezauberten Rührstab. Schön Knobi geschnetzeltes, damit uns auch die Mücken fernbleiben. So Leute, weil das Triggerlight letztes Mal etwas zu kurz kam, widme ich dem diesmal ein bisschen mehr Zeit. Wie man sehen kann, es wird an dem kleinen Kettchen geliefert. Gibt es auch als Lederband oder als lange Kette. Stellt er natürlich wieder nicht scharf. Da ist es. So, das Ganze kommt von KHS. Und hat ein ganz kleines Tritiumröhrchen drin, was immer leuchtet, ohne dass es irgendwie einer Energiequelle bedarf oder im Licht aufgeladen werden müsste oder so. Wie das leuchtet, versuche ich nachher nochmal filmisch einzufangen, was sich allerdings immer ein bisschen schwerer gestaltet. Vielleicht arbeite ich da auch nochmal mit den Fotos vom letzten Mal. Ich denke, so kann man die Größe des Triggerlights ganz gut einschätzen mit der Hand im Hintergrund. Also es ist schon recht klein, aber vollkommen ausreichend für kleinere Markierungssachen, Taschenmesser etc.
Alle Triggerlights werden mit diesem kleinen Ring oben geliefert. Lediglich, was ab dem Ring nach oben weggeht, ist dann in der einzelnen Auswahl anders. Und wie gesagt, es gibt die mit langer Kette, es gibt die komplett ohne Kette und es gibt die mit einem Lederband, damit es um den Hals getragen werden kann oder auch irgendwo befestigt werden kann. Und das wäre es erstmal zu dem Triggerlight. Kostenpunkt circa um die 20 Euro, je nach Ausführung. Die mit dem Lederbändchen sind etwas teurer. Die komplett ohne liegen, glaube ich, bei 15 oder 16 Euro im Schnitt laut UVP. Ich hatte noch keinen Kaffee. Das zieht sich tatsächlich durch. Diese Laune ist einfach unverbesserlich. Nettigkeiten bringen nichts. Freundliches Wecken mit Topfklopfen bringen nichts. Da muss erst ein Kaffee her. Wir sehen uns gleich wieder. Vielleicht hat er dann bessere Laune. Ey René, was ist los? Buchse voll? Ja. Nee, noch kräftig die Eier.